Anfangsbewegung ist für ihn die schlimmste. Denn er wird gerade so emporgeschleudert, als wenn er durch die Kraft des Pulvers gesprengt über Berge und Meere dahinflöge. Deshalb müssen seine Glieder sorgfältig verwahrt werden, damit sie ihm nicht vom Leibe gerissen, sondern die Gewalt des Rückschlags in den einzelnen Körperteilen verteilt bleibt. Doch wenn der erste Teil des Weges zurückgelegt ist, wird die Reise leichter. Dann geben wir unsere Begleiter frei und überlassen sie sich selbst. Als ich so weit in meinem Traum gekommen war, erhob sich ein Wind, störte meinen Schlaf und ich fand mich in der Wirklichkeit wieder. Eine Reise zum Mond, erdacht und aufgeschrieben vor mehr als 400 Jahren. Von einem Astronomen, dessen Wissensdurst ihm und der Welt zu einem neuen Blick auf das Universum verhalf. Sehen Sie? Sie können meine wahre Bahn gar nicht erkennen. Also weil Sie sich selber ständig bewegen. Und ich will, dass Sie mir ein Horoskop erstellen. Es reicht mir nicht, dass Sie schlaue Bücher schreiben! Seifert, ich habe sie gefunden. Wen? Die Perspektive Gottes. Sein Name ist Johannes Kepler. Durch seine rastlose Suche nach den wahren Gesetzen des Kosmos stößt er das Tor auf zur modernen Astronomie. Oder was? Warum tust du mir das an? Du weißt warum. Ja, ich weiß, du bist Protestant und kannst nicht einfach Katholik werden. Aber ich soll das können, oder was? Alles haben wir zurückgelassen. Mein Erbe in Graz, die Gräber unserer Kinder, nur weil du nicht konvertieren willst. Kann. Hier. Alles wird besser, wenn wir erst in Prag sind. Ich bin es nicht gewohnt, als Bittstellerin zu kommen. Tycho Brahe hat uns eingeladen. Wir sind seine Gäste, verstehst du immer? Er ist Hofmathematiker des Kaisers. Ganz bestimmt können wir uns bald eine eigene Wohnung leisten. Du wirst sehen. Ja, haben sich die Herrschaften ausreichend die Beine vertreten? In Gottes Namen, wir halten jetzt schon ein halbes Dutzend Mal wegen der Kotzerei und wir müssen raus aus dieser Gegend, bevor es dunkel ist. Was? Warum? Mit der Gegend hier stimmt was nicht und ich will nicht wissen, was. Aha. Na dann los, dann bringen Sie uns endlich nach Prag und hören Sie auf, sich dauernd zu beschweren. Fahr los. Die Welt des Astronomen Johannes Kepler ist eine sehr widersprüchliche Welt. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Immer mehr Menschen glauben an die Macht des Wissens und der Forschung und sind überzeugt, dass sie neue, bessere Zeiten gestalten können. Doch die Wirklichkeit der meisten sieht anders aus. Epidemien wie die Pest wüten und fordern zahllose Tote. Die Zurückgebliebenen fühlen sich von Gott verlassen, ohnmächtig, ihrem Schicksal ausgeliefert.
Noch dazu hält die kleine Eiszeit Europa fest im Griff. Bringt Regen und Eis, verdorbene Ernten und Hungersnöte. Weil die Menschen für ihr Elend keine Erklärung finden, flüchten sie sich in den Aberglauben. Hexen sollen im Bund mit dem Teufel alles Übel in die Welt bringen. Sie werden verfolgt und verbrannt. Allein in Deutschland fordert der Hexenwahn mehr als 20.000 Opfer. Auch innerhalb des Christentums gibt es Auseinandersetzungen. Protestanten und Katholiken stehen sich zunehmend feindlich gegenüber. Und so muss auch der Protestant Kepler aus dem katholischen Graz fliehen. Zuflucht findet er in Prag. Hier hat der römisch-deutsche Kaiser Rudolf II. Etliche Wissenschaftler ersten Ranges versammelt. Besonders interessiert ihn die Astronomie. Seinem berühmten Hofmathematiker Tycho Brahe hat er daher ein eigenes Observatorium einrichten lassen. Und Brahe hat Kepler nun zu sich eingeladen, weil er den brillanten Mathematiker kennt und schätzt. Assistent Nummer 103. Schön, Sie zu sehen. Herein. Ihr letzter Besuch ist lange her. Ja. Wir hatten Sie schon vermisst. Naja, vielleicht nicht alle. Hier steht Ihnen eine große Zukunft bevor. Ah, wer sagt das? Sie? Madame, schon gehört. Ihren Prophezeiung sollte man Glauben schenken. Da geht's entlang. Wollten die verdammten Katholiken gerade nicht mehr, ha? Ist auch besser so. Ich habe hier genug für Sie zu tun. Gut. Jeppe, bring seine Sachen nach hinten. Danke. Sie kommen genau richtig. Hier ist er. Mein neuer Quadrant. Damit können sogar Sie mit Ihren Maulwurfsaugen Gestirnspositionen ablesen. Auf 2 Bogenminuten genau. Ich lasse lieber andere messen. Das ist der werte Tengnagel, meine rechte Hand. Willkommen. Wir können hier jeden Klugkopf gebrauchen. Eriksson macht die Messungen. Und Seifert ist unser Kalkulator. Er kann schneller rechnen als reden. Wir haben Sie schon erwartet. Freut mich. Wir warten. Und hier. Sie werden gemeinsam mit mir diesen Büchern arbeiten. Hey, pass doch auf mit dem Visier, du Esel! Das habe ich dir schon mal gesagt. Noch einmal und du fliegst! Das wissen wir, Tycho. Das wissen wir. 1-2 Tage und alles wird perfekt versprochen. Ja? Seid vorsichtig, ja? Mein größter Schatz. 30 Jahre Himmelsbeobachtung. Wenn Gott einen Bauplan für seine Schöpfung hatte, dann wird man ihn hier drin finden. Besser hätte ich das nicht sagen können. Speicherlecker. Und wir werden gemeinsam diesen göttlichen Plan entschlüsseln. Na dann. Tycho Brahe, ein dänischer Adliger, hatte auf der kleinen Ostseeinsel Hven das modernste Observatorium seiner Zeit betrieben. Er war begeistert von astronomischen Messinstrumenten, mit denen er über 30 Jahre lang den Himmel erforschte. Sein aufbrausendes Naturell, durch das er bei einem Duell seine Nasenspitze eingebüßt hatte, stand dabei im krassen Gegensatz zur Akribie,
mit der er die Positionen der Planeten und Gestirne in gewaltigen Zahlenkolonnen aufzeichnete. Sein Ziel war, die Bewegungen der Himmelskörper exakt zu beschreiben und das alte Weltbild der Griechen durch ein neues zu ersetzen. Seit fast 2000 Jahren war man überzeugt, die Erde steht im Zentrum des Universums. Die Sonne und alle anderen Planeten rotieren auf perfekten Kreisbahnen um sie herum. Diesem Modell widersprachen jedoch immer mehr Beobachtungen. Der Astronom Kopernikus entwarf 1543 ein neues Modell. Er behauptete, die Sonne steht im Zentrum und die Erde umkreist die Sonne wie alle anderen Planeten. Damit erschütterte er nicht nur die Astronomie, sondern auch die Sicht der Menschen auf sich und ihre Welt. Aber für die meisten Menschen machte das wenig Sinn. Die Bibel lehrte, dass die Erde der vornehmste Planet sei. Sie nahmen die Erde als Zentrum des Universums wahr. Und so hatten es auch die alten Griechen gelehrt. Kepler kam aber mit den Ideen von Kopernikus schon während seines Studiums in Berührung. Und zwar durch seinen Lehrer Michael Mestlin in Tübingen. Und er war sofort daran interessiert, da weiter zu forschen. Es war keine Position, die einen sofort in Opposition zur Kirche brachte, aber es war eindeutig eine Außenseiterposition. Deshalb war er sehr daran interessiert, dass Galileo auch in diese Richtung weiterdachte und wollte sich mit ihm verbünden. Auch Tycho Brahe hatte festgestellt, dass das alte Weltbild mit vielen neuen Beobachtungen nicht in Einklang zu bringen war. Er suchte nach einem Kompromiss und entwickelte sein eigenes, das tychonische Weltbild. Die Erde steht darin weiter im Zentrum, umkreist von Mond und Sonne. Alle anderen Planeten umkreisen die Sonne und bewegen sich mit ihr um die Erde. Und Kepler sollte das gemeinsam mit ihm beweisen. Sie haben ja gesehen, Brahes Laune ist unberechenbar. Also, falls Sie Probleme haben sollten, dann wenden Sie sich besser immer erstmal an mich. Bitte. Danke. Wir unserem Herrn, dass er unseren Tisch so reich gedeckt, dass er durch zahllose Fügungen des Schicksals ein gutes Ende bewirkt und uns dem fabelhaften Kepler zugeführt hat und dass er uns den Geist schenkt, die Wunder seiner Schöpfungen zu erforschen. Amen. Amen. Warum sitzt Tengnagel bei der Familie? Er sitzt immer da. Ah. Und wie steigt man zum Meister auf? Mit Dienstjahren oder durch Erfolge? Man steigt gar nicht auf. Immerhin dürfen Sie Ihre Frau dabei haben. Sie mussten fliehen. Tengnagel ist also was Besseres. Er ist adelig. Tengnagel ist Brahes Kurier für alle wichtigen Kontakte. Den Erzbischof, Prinzen aus ganz Europa. Er war bei Magini in Bologna. Der Doge von Venedig hat ihn zum Ritter geschlagen. Hm. Kann ja froh sein, dass er nicht in Rüstung ins Observatorium kommt. Ich bin so froh, dass Kepler da ist. Also nichts gegen dich, aber ein großer Theoretiker warst du noch nie. Was willst du ihm geben? Unsere härteste Nuss. Den Mars. So, dass ich an der Berechnung der Marslaufbahn noch erstmal die Zähne ausspeichern. Kepler, kommen Sie rüber, ich bin fertig. Na los, kommen Sie schon, wir haben was zu besprechen. Wenn ihr entschuldigen würdet,
Mach mal Platz. Kepler. So, jetzt noch mal unter uns. Denk nein. Herzlich willkommen in Prag. Willkommen in meinem Haus. Danke. Auf gute Zusammenarbeit. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Das wird eine wahre Freude, was, Tengnagel? Sicher. Und was auch immer wir mit unserem Mathematiker hier errechnen. Ich bin mir sicher, was dabei herauskommt. Würde ich abwarten. Die werden sehen, es. Tychonische Weltbild ist das, was am besten zu meinen Beobachtungen passt. Sie wissen, dass ich Kopernikaner bin. Ich werde Sie schon noch überzeugen. Aber im Universum Gottes kann es nicht zwei Zentren geben, sondern nur eins. Das macht einfach mehr Sinn. Und deshalb kreisen alle Planeten um die Sonne, auch die Erde. Sie kommen hier in mein Haus und erzählen mir, was Sinn macht? Was meinen Sie denn? Ich bin Tychonianer und ich glaube natürlich... Halt dich da raus, Franz! Das hier ist mein Reich und hier gilt mein Weltbild. Ja, aber entscheidend ist nicht, was wir glauben, sondern was wir beweisen können. Wir werden sehen. Gute Nacht. Tennagel! Gute Nacht. Gute Nacht. Brahe und Kepler hatten völlig verschiedene soziale Herkünfte. Brahe entstammte dem dänischen Hochadel, während Kepler aus der Mittelschicht, also eher der unteren Mittelschicht eigentlich, stammte. Die waren beide Menschen mit einem sehr starken Charakter. Obwohl Kepler so jung ist, war er schon sehr, sehr selbstbewusst. Er wollte angemessen bezahlt werden. Und Brahe verhielt sich eigentlich wie ein Renaissancefürst. Er hatte immer ein großes Team von Besuchern und von Assistenten gehabt. Er war daran gewöhnt, unterstützt zu werden und mit Kaisern und Königen umzugehen. Für Kepler war das alles sehr neu, aber er fand sich ein und er wusste, dass er der Mathematiker war, den Brahe brauchte. Was plagt Sie eigentlich? Ich weiß nicht. Manchmal geht's mir gut, dann miserabel. Aber ich komme schon drüber weg. So. Hier kommt unser schlimmster Feind. Der Mars. Bin mir sicher, Sie werden ihn besiegen, aber nicht in diesem Zustand. Los, es geht schon. Unser Feind der Mars. Weil er sich nicht so bewegt, wie wir es gern hätten. Leichte Abweichungen von der idealen Kreisbahn weisen auch die anderen Planeten auf, aber Mars scheint seinen eigenen Regeln zu folgen. Er macht kleine Kreise auf seiner Bahn. Ja. Er tanzt regelrecht. Aber Gott hat es erschaffen, also muss es irgendeinen Sinn ergeben. Seifert, die Berechnung von gestern. Dankeschön. Übrigens, Kepler, wagen Sie es nicht noch einmal, mich gegen Tycho auszuspielen. Haben Sie mich verstanden? Was? Das war nicht meine Absicht. Ihre Absichten kenne ich nicht. Ich sehe nur, was Sie tun. Und das missfällt mir. Ganz schön dünne Rüstung, unser Ritter. Nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter, Kepler. Mit Tengnagel sollte man sich nicht anlegen. Putzmunter, der Herr Kepler.
Wunderheilung über Nacht? Ja, ja. Nein, Heilkräuter von meiner Mutter. Ja, sie wirken. Es geht an die Arbeit. In einer Woche habe ich die Maßbahn berechnet. Sie werden sehen. Ihr Vorgänger hat darüber fast den Verstand verloren. Ja, aber jetzt bekommt es der Mars mit dem Kepler zu tun. Ich wette, Sie brauchen einen Monat. 3 Gulden. Von jedem von Ihnen. Wenn ich es bis nächste Woche schaffe. Oder 6 für uns. Abgemacht. Frühstück? Hatten wir schon. Du hättest mit mir reden müssen. Das war nicht so einfach in letzter Zeit. Aber hinter meinem Rücken meine Tochter zu verführen, das war einfach, ja? Seit 5 Jahren gebe ich alles für deine Ziele und deine Forschung. Alles. Ja, Elisabeth und ich, wir haben, also, wir wollen... Ja, was denn? Ich habe dir davon noch nichts erzählt. Wollte ich aber. Ich hätte das früher sagen können. Ja, das war vielleicht ein Fehler. Aber hast du etwa noch nie einen begangen? Ich bin berühmt dafür, keine Fehler zu machen. Naja. Sei es so, wie es ist. Du weißt ja, wie sehr ich dich schätze. Wir wollen zwischen Ostern und Pfingsten heiraten. Aber das eine sage ich dir, damit das klar ist. Ich erwarte absolute Treue. Mit der Heirat gehörst du mit Fleisch und Blut zur Brahe-Familie. Eure Pläne haben sich meinen unterzuordnen. Geht's nicht. Ich hole Hilfe. Ich will bis zur Messe nicht gestört werden. Wir könnten draußen ein bisschen Hilfe gebrauchen. Viel im Kopf, aber nichts in den Armen, was? Tecknagel! Nicht? Vielleicht habe ich weniger Kraft als Sie. Aber wenigstens muss ich mir meine Lorbeer nicht bei Brahes Tochter im Bett verdienen. Was maßen Sie sich eigentlich an, Sie Provinzastrologe? Ich bin hier, weil ich rechnen kann. Im Gegensatz zu Ihnen. Hey, ihr seid wohl verrückt geworden! Auseinander! Sag mal, los, richte dich wieder her. Und Sie? Sie sind wohl nicht ausgelastet. Was soll denn das? Zurück an die Arbeit. Los, weitermachen. Vorsicht mit dem Visier. Und rauf da. Auf! So.
Wir messen heute die Position der Sterne im Sternbild Schwan. Beginnen wir mit Alpha. Höhe 40 Grad. Azimut 25. Meridian-Transit, Eriksen. Jetzt. Stunde 23, 25 Minuten. Bei mir sind es 27 Minuten. Mittelwert bilden. Als nächstes Delta. Höhe 50 Grad. Azimut 30. Eriksen? Jetzt. 23, 27 Minuten. 28 Minuten bei mir. Also, macht ohne mich weiter. In Frieden. Tycho Brahes Faszination mit der Astronomie und dem Nachthimmel begann, als er als Jugendlicher eine Sonnenfinsternis beobachtete. Was ihn von den anderen Astronomen seiner Zeit unterschied, war, dass er bereit war, das vorherrschende Weltbild, alles um uns herum ist fix, einfach in Frage zu stellen. Also er war sozusagen der erste systematische Beobachter, der am Ende ein ganzes Feld der Astronomie mitbegründet hat. Also was heutzutage selbstverständlich ist, dass wir immer zu festgelegten Zeitpunkten Beobachtungen nehmen zum Beispiel, dass wir diese objektiv verarbeiten, war in Tycho Brahes Zeit ein Novum. Also er war da ganz, wirklich ein Vorreiter seiner Zeit. Und er hat dann auch ganz präzise Instrumente selber konstruiert, um diese Beobachtungen möglichst genau und neutral festhalten zu können. Uff. Tut's noch weh? Es tut mir leid, wegen vorhin. Das war... Bei mir müssen Sie sich nicht entschuldigen. Warum haben Sie Tengnagel denn eigentlich beleidigt? Er hat mich als Schwächling hingestellt. Da bin ich eben empfindlich. Ja. Meine ganze Kindheit lang war ich der Kleine, Schwache, Kranke. Und das mit einem Söldner als Vater. Und einer Mutter mit eher schwierigen Veranlagungen. Also eine einzige Enttäuschung für meine Eltern. Das einzig Schöne aus der Zeit, an das ich mich erinnern kann, ist, dass meine Mutter mir mal einen Kometen gezeigt hat. War das der, den Brahe so lange beobachtet hat? Genau. Von 1577. Ich hatte keine größeren Begriffe von der Astronomie, aber trotzdem ist mit mir da hochgestiegen. Seitdem wollte ich mehr wissen über himmlische Phänomene. Und überhaupt. Warten Sie mal. Ich denke, wir dürfen da nicht rein. Ja. Was macht Brahe eigentlich da drin? Er macht Gold. Zumindest versucht er das. Aber offiziell darf ich das natürlich gar nicht wissen. Der Alchemist. Das Mysterium Cosmographicum. Dieses Buch hat mich zur Astronomie gebracht. Aber wie sind Sie eigentlich auf die Idee Ihres Weltmodells gekommen? Weil ich wissen wollte, warum es genau 6 Planeten gibt und nicht 12 oder 100. Und warum ihre Entfernung und Geschwindigkeiten genau so sind und nicht anders. Gott erschafft doch nichts zufällig.
Und der Mensch dient ihm am besten, wenn er verstehen will. Und nicht nur das Wie, sondern auch warum. Also, warum ist die Welt so, wie Gott sie erschaffen hat? Ich habe monatelang gerechnet. Es war ein Albtraum. Aber irgendwann hat es gepasst. Was hat gepasst? Seifert. Gott. Ist Mathematiker. Lag hinter der Komplexität und Unbegreiflichkeit des Universums eine Schönheit und Einfachheit, die man mit dem menschlichen Verstand erkennen und zu einem einheitlichen Bild zusammenfügen konnte? Kepler war sich sicher, Gott habe ein perfektes Universum geschaffen, eine wunderbar raffinierte und unterhaltsame Welt, die es zu bewundern gilt. Und deren Gesetzmäßigkeiten der Mensch erfassen kann, weil sie auf Geometrie und Zahlen basieren. Und so war er auf sein erstes Modell der Himmelsmechanik gekommen. Er fing an, sich als jemand zu verstehen, der die göttlichen Baupläne des Universums völlig durchschauen konnte. Und in dem Mysterium beantwortete er eine schwierige Frage: Warum sind die Abstände zwischen den Planeten ungleich? Und er präsentierte eine Antwort. Es war nicht einfach unregelmäßig und das wäre auch gar nicht zusammengegangen mit seinem Bild von Gott, nämlich als Gott, der Regelmäßigkeit schafft, der Ordnung schafft, die für die Erde und das Universum verbindlich ist. Aber er sagte, diese ungleichen Abstände sind verbunden mit den platonischen Körpern, nämlich 5 an der Zahl, einer davon ist der Würfel, die eben ebenfalls ungleich sind. Also das ging absolut auf, das wollte er zeigen. Und damit war eines klar, Gott war nicht nur langweilig als Mechaniker, sondern er war hochintelligent und spielerisch in der Wahl der Abstände, die sich diesen platonischen Körpern anglichen. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen. Tengnagel heiratet, der uns fort. Und wie lange ist er dann auf Hochzeitsreise? Ach, Monate. Er ist einfach weg. Und spinnt keine, also wirklich hanebüchenen Intrigen mehr gegen mich. Weißt du, was er neulich behauptet hat? Herein. Jeppe. Von Bra, er möchte, dass ich es bald unterschreibe. Aha. Danke. Ich soll keine seiner Forschung für meine eigenen Arbeiten verwenden. Du unterschreibst gar nichts, solange wir kein Geld gesehen haben. Ja. Brahe muss mich erst beim Kaiser vorstellen. Wie oft noch? Dann setzt du ihn eben damit unter Druck. Deine Unterschrift gegen eine Audienz bei Rudolf. Das würde ich nicht tun. Dieser eklige kleine Gnome hat uns die ganze Zeit belauscht. Zu ihrem Besten. Nur zu ihrem Besten. Das bezweifle ich. Was sollte ich nicht tun? Brahe unter Druck setzen. Das mag er nämlich gar nicht. Ist Ihnen offenbar noch nicht aufgefallen. Sind da wirklich nur Zahlen im Kopf, Herr Professor? Spar dir deine Frechheiten. Worauf willst du hinaus? Jetzt, wo Tengnagel außer Gefecht ist, sollten Sie mehr denn je um die Gunst Brahes bemüht sein. Und ich helfe Ihnen dabei. Was hast du davon? Ich halte Ihren Mann für einen großen Forscher, Gnädigste. Und ich mag große Männer. Also unterschreiben Sie. Was denn noch? Und um die Audienz beim Kaiser kümmere ich mich selbstverständlich. Danke.
Was ist los, Kepler? Aufgeregt? Nein. Überlassen Sie mir bloß das Reden und fangen Sie bloß nicht vom Geld an. Was? Deswegen sind wir doch hier. Was für eine Sammlung. Soll die größte Europas sein. Ihre Majestät ist Forscher, so wie ich. Oder zumindest versucht er einer zu sein. Das ist faszinierend. Ja, und jetzt los, kommen Sie. Kommen Sie ruhig näher, die Herren Sterngucker. Was sagen Sie? Ist das nicht eine wunderbare Sammlung? Es ist mein Labor. Eine Welt en Miniature, in der ich Gottes Schöpfung durch das Betrachten erforschen will. Verstehen Sie? Die Herangehensweise ist mir vertraut, Majestät. Da ist er ja, der vielgepriesene Kepler. Mir wurde berichtet, dass Sie das Geheimnis des Kosmos schon entschlüsselt haben. Ich mag Menschen, die Geheimnisse kennen. Jetzt müssen Sie nur noch Meister Brahe dazu bringen, dass er uns seine Geheimnisse offenbart. Die Sternentafeln. Deswegen sind wir hier. Unsere Beobachtungen sind fast abgeschlossen. Die Tafeln zusammenzustellen und herauszubringen soll nun, so Sie erlauben, unsere wichtigste Arbeit werden. Wir würden sie gerne nach Ihnen benennen. Die Rudolfinischen Tafeln. Das ist eine großartige Idee, oder? Ja, Herr Rowald. Sie werden alle bisherigen Tafelwerke an Genauigkeit weit übertreffen. So soll es sein. Noch in 200 Jahren soll kein Astronom ohne Sie auskommen. Also, ich setze auf Sie. Was bedeutet dieses Schweigen in Bezug auf mein Gehalt? Gutes natürlich. Er hat Sie gesehen, er wird Sie bezahlen. Und Details bespricht man mit dem Hofkämmerer, nicht mit dem Kaiser. Astronomische Tafelwerke hatten seit Jahrhunderten eine wichtige Funktion. Sie enthalten Tabellen zur Berechnung der Stellung von Sonne, Mond und den Planeten. So konnte man Feiertage im Kalender, Saat und Ernte bestimmen, aber auch Horoskope erstellen. Dass die Sterne den Charakter beeinflussen und die Zukunft bestimmen, war für die Menschen damals selbstverständlich. In ihrer Weltsicht hing alles mit allem zusammen. Mikro- und Makrokosmos, die menschliche Natur und das Universum waren miteinander verbunden. Auch Keplers Denken war so geprägt. Ja, man denkt immer, Kepler war Mathematiker und Astronom, aber man stellt ihn sich gar nicht als Astrologe vor. Aber es war so, dass er schon als Student gelernt hat, Horoskope zu erstellen. Und es war eindeutig was, wovon er auch Einkommen bezog. Aber für ihn ging es eigentlich darum, eine wissenschaftliche Astrologie zu betreiben. Später sollte Kepler einmal zu Rudolf II. Sagen, der Himmel alleine vermag gar nichts. Und damit meinte er, dass er natürlich an der Astrologie interessiert war. In seinem Leben über 1000 Horoskope erstellt, aber er war einer wissenschaftlichen Astrologie interessiert und das hieß für ihn zweierlei. Erstens wollte er Muster feststellen. Er hat dann annotiert, was an den Vorhersagen eingetroffen ist oder nicht. Und er wollte andere Faktoren mit einbeziehen in die Analyse. Er war sehr daran interessiert, den Charakter von Menschen kennenzulernen, aber meinte zum Beispiel, dass auch soziale Umstände eine Rolle spielen. Und er war gegen die Annahme, dass er zum Beispiel Rudolf sagen könnte, ob er einen Krieg anzufangen habe oder nicht. All das gehörte in den Bereich des politischen Entscheidens, aber nicht in den Bereich der Astrologie.
So, das sind alle. Also, wo ist was? Das sind die Sternordner. Alle Sterne pro Sternbild. Das sind die Marsdaten, die kennen Sie ja schon. Und das hier sind die anderen Punkte der Planeten, die wir vermessen haben. Das wird eine elende Rechnerei. Wie gehen wir vor? Tja, also die Sternörter aufzulisten ist ja doch eher Fleißarbeit. Ich will erstmal mit dem Mars weitermachen. Seifert hilft mir beim Rechnen. Gut. Wie weit sind wir? Nicht sehr weit. Ich habe alles versucht, aber meine Berechnungen passen nicht mit Ihren Aufzeichnungen zusammen. Das heißt? Es gibt Stellen, da weicht Mars 8 Bogenminuten von Ihren Aufzeichnungen ab. Und zwar egal, wie ich rechne. Aber Sie wollen doch nicht wirklich die Kreisbahn in Frage stellen. Naja, ich will's nicht, aber vielleicht muss ich's. Gerade Sie, der sonst immer die göttliche Vollkommenheit des Universums postuliert? Vielleicht sind die Dinge am Himmel ganz anders, als wir sie uns vorstellen. Mag sein. Aber wir müssen morgen weitermachen. Ich muss jetzt zum Bankett zu Graf Rosenberg. Kommen Sie? Ich bin doch gerade erst angefangen. Also gut. Wenn Sie fertig sind, bringen Sie die Folien zurück in den Schrank und schließen sie ab. Den Schlüssel geben Sie hinterher Jeppe. Danke. Ich kann Ihnen wirklich vertrauen. Gehen Sie ruhig. Ich gebe Jeppe den Schlüssel. Zugang zu allen Beobachtungen von Brahe. Wir machen gemeinsam ein Tafelwerk für Rudolf. Und? Ich bekomme mal ein Gehalt. Und Brahe hat dir einfach so seine Schlüssel überlassen? Ja. Also nicht direkt. Ich soll es dann zurückbringen. Dann mach das mal lieber. Ja. Nächste Woche hole ich beim Hofmarschall die erste Rate ab. Was sagst du dazu? Wir ziehen in unser eigenes Haus? Ja. Ja. Und der Sparstrumpf der gnädigen Frau Kepler bleibt in Zukunft verschont. Au! Aua! Sag mal. Komm mal her. Ja? Ja? Der Meister schickt nach ihm. Es geht ihm schlecht. Komme. Sie wollten mir noch etwas geben.
Ach so. Herein. Was ist passiert? Er war bei Graf Rosenberg und seitdem geht es ihm schlecht. Er hat schon zweimal nach Ihnen gerufen. Ich habe ihn von Anfang an misstraut. Aber jetzt nicht mehr. Sie sind meine einzige Hoffnung. Die Tafel. Mein Weltbild. Ich hab's nicht geschafft. Aber Sie, Kepler. Sie müssen es beweisen. Kepler. Beweisen Sie es. Nach 10 qualvollen Tagen stirbt Tycho Brahe am 24. Oktober 1601. Wahrscheinlich an einer schweren Harnwegsinfektion. 2 Tage später wird Johannes Kepler zu Brahes Nachfolger ernannt. Er ist jetzt 29 Jahre alt und der neue Hofmathematiker des Kaisers. Soll es unsere Sachen wegbringen? Was? Verdammt. Ich habe mir gedacht, dass Sie den jetzt brauchen könnten. Sie kommen wie gerufen. Tja. Hätte Bra gewollt, dass er ihn bekommt. Ich weiß, Sie sind der Einzige, der in all den Zahlen einen Sinn finden wird. Danke. Das sind die beiden von mir berechneten Werte, die am meisten von Brahes Beobachtungen abweichen. Brahes Beobachtungen können aber nicht falsch sein, das wissen wir. Also ist die gängige Theorie falsch. Vergessen wir die Kreisbahn. Noch nie hat ein Astronom mit etwas anderem als Kreisen gerechnet. Dann müssen wir diesen Ballast loswerden. Aber wie sollen wir vorgehen ohne jede Hypothese? Alles, was wir beobachten, sehen wir von der Erde aus. Aber die Erde bewegt sich ja auch, also genauso wie alles, was wir beobachten. Richtig? Richtig. Aber das bedeutet, wir müssen erstmal die Erdbahn berechnen. Also wir müssen erstmal wissen, wie wir uns selbst bewegen. Darf ich? Das hier ist die Sonne. Sie sind die Erde. Und ich bin der Mars. Jetzt bewegen wir uns.
Sehen Sie? Sie können meine wahre Bahn gar nicht erkennen. Also weil sie sich selber ständig bewegen. Hier, mich sogar noch überholen. Aber das ist ein unlösbares Dilemma. Nein. Nicht, wenn wir uns im Geist auf den Mars versetzen. Also von hier aus die Erde beobachten. Aber der Mars bewegt sich doch auch. Ja. Aber wir kennen seine Umlaufzeit. Also wir kennen seine Umlaufzeit um die Sonne. 687 Tage. Schauen Sie her. Alle 687 Tage kehrt er auf dieselbe Position zurück. Hier. Und auf genau die stellen wir uns. Immer zu unterschiedlichen Zeiten. Wenn wir dann vom Mars aus die Erde beobachten, steht sie immer an verschiedenen Stellen. Weil sie sich eben schneller um die Sonne bewegt als der Mars. Über Dreiecksrechnung. Mars, Sonne, Erde. Bekommen wir dann die Erdbahn raus. Ohne von der Marsbahn etwas wissen zu müssen. Ja. Gut. Versuchen wir es. Kepler hat geschrieben, wer nicht zweifelt, kann sich auch nicht sicher sein. Und in diesem Spannungsverhältnis spielt sich seine ganze Arbeitsweise ab. Das heißt, er zweifelt endlos. Er fragt immer wieder, was könnte hier anders sein? Wie könnte es zu berechnen sein? Und das heißt auch, dass er ungemein ausdauernd war. Es war nicht so, als ob er leidenschaftlicher Mathematiker war. Er wusste einfach, dass er die Gabe hatte, das zu tun und dass er die Ausdauer besaß. Einmal sagte er, ich musste über 40 Mal in über 40 Fällen 181 Mal dieselbe Kalkulation durchführen. Und darum geht es, tausend und abertausend Mal immer wieder nachzurechnen. Und er ist sich dann aber tatsächlich, auch wenn die Ergebnisse völlig anders als vermutet sind, irgendwann wirklich sicher, dass das so stimmen muss. Und dafür hat er sich dann eingesetzt und gekämpft für die Wahrheit, wie er sie sah, als göttliche Wahrheit. Ich sehe nichts mehr. Als hätte ich Flecken vor den Augen. Oh. Also auch die Erdbahn ist nicht ganz kreisförmig, wenn unsere Berechnung stimmt. Und sie bewegt sich unterschiedlich schnell. Hier schneller, da langsamer. Das macht keinen Sinn. Muss es aber. Diese Nacht hast du schon irgendwas vor dich hingehen murmelt. Ich hab kein Auge zugemacht. Entschuldige. Du solltest dich auch mal wieder um andere Dinge kümmern. Um deine Gesundheit zum Beispiel. Ja. Und damit meine ich nicht die Wundermittelchen deiner Mutter. Aber sie helfen. Ach, Unsinn. Dir vielleicht, weil du daran glauben willst. Alle anderen halten sie wohl eher für eine Kurpfuscherin. Ach. Also gut. Wie viele Monate hat der Kaiser schon wieder nicht gezahlt? Ich war dreimal da, die letzten Wochen. Dann wird es sicher auch nicht schaden, wenn du ein viertes Mal dorthin gehst. Nein. Gerade jetzt. Wie gerade jetzt? Tengnagel ist zurück. Was? Der Hunsfurt.
Ein ganzes Jahr wart ihr weg. Wie konntet ihr mich nur so lange im Stich lassen? Seit Tychos Tod bin ich nahezu mittellos. Es tut mir leid, aber nach unserer Hochzeitsreise war zu Hause sehr viel zu regeln und dann war noch unsere Kleine krank. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Aber jetzt ist es zu spät. Tychos Erbe ist weg. Die Geräte wollte der Kaiser kaufen, aber er zahlt nicht. Und die Folianten hat Kepler. Der Kepler? Wie konntest du das zulassen? Ich? Wieso denn ich? Du hättest dich kümmern müssen. Den Überblick behalten in dem ganzen Chaos. Ich weiß ja nicht mal, wie er an den Schlüssel gekommen ist. Wenn Eure Majestät mit Verlaub den Hofkämmerer anweisen könnten, zumindest einen Teil meines Jahres... Das ist doch selbstverständlich. Aber es gibt etwas Wichtigeres zu besprechen. Junker Tengnagel war gerade hier. Sie wissen bereits, dass er aus Deventer zurück ist? Mhm. Ich... Der kaiserliche Hof muss die Brahe-Erben noch auszahlen. Und deshalb müssen sie ihm die Folianten zurückgeben und ihm alles vorlegen, was sie mit Hilfe Brahes Zahlen zustande bringen. Es wäre fatal, Eure Majestät. Ich setze darauf, dass Sie beide sich einigen und gemeinsam den Ruhm der Wissenschaft an meinem Hofe mehren. Gut. Dann sagen Sie mir jetzt, wie meine Sterne stehen. Kommen Sie, ich will sehen, was Sie mir mitgebracht haben. Ah. Schön. Und was heißt das jetzt für die nächsten Monate? Gutes? Vermutlich. Vermutlich. Kepler, Sie müssen sich ein bisschen mehr Mühe geben und mich nicht langweilen. Majestät, Eure Sterne. In Anbetracht der Konstellation im zweiten Hof, In Anbetracht der Konstellation Ihrer Sterne bei Ihrer Geburt, befinden wir uns in einem Feld, das... Und? Was sind die neuen Erkenntnisse? Kepler sagt, er bewegt sich unterschiedlich schnell. Weil es eine Kraft in der Sonne gibt und eine zweite im Planeten. Die nennt er Faulheit. Faulheit? Und was soll das sein? Ich habe es auch nicht so richtig verstanden, aber ich glaube, er meint, die Kraft der Sonne überwindet die Faulheit der Planeten und treibt sie an. Verstehe ich immer noch nicht. Unter uns, niemand tut das. Seit wann beschäftigen sich Astrologen mit Kräften? Will er sich mit der ganzen Gelehrtenwelt anlegen? Die Gelehrten interessieren ihn nur als Zweites. Als Erstes interessiert ihn die Wahrheit. Immer noch der treue Anhänger. Nur die Form der Bahn hat er noch nicht rausgefunden. Gerade rechnet er an einem Ei. An einem Ei? Wie er darauf gekommen ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil die Keplerin gerade schwanger war. Sieht so aus, als schlägt dein Tengnagel wieder zu. Er lässt doch tatsächlich Brahes Sterndaten wegschaffen. Bringst du jetzt noch mehr Arbeit mit nach Hause? Was? Nein, nein. Du hast Post aus Leonberg. Aha. Dein Bruder Christoph schreibt. Ah, was will er? Geld, vermutlich. Eine Nachbarin hat eure Mutter auf Schadenersatz verklagt. Was? Warum? Sie soll ihr angeblich einen bitteren Trank verabreicht haben, der ihre Schmerzen nicht gelindert, sondern vergrößert haben soll.
Okay. Ich hab's dir ja schon immer gesagt. Sie muss aufpassen. Deine Mutter und ihre Tinkturen. Und immer ist sie auf Streit aus. Irgendwann kommt mal jemand, der behauptet, sie sei eine... Eine was? Eine Hexe? Ich wollte nicht sagen, dass ich das glaube, sondern dass das andere glauben könnten. Es heißt, dem Sohn von der Anna nebenan hat so ein Weib einen tauben Arm angehext. Was für ein Unsinn. Wer will das beweisen? Wenn ich sehe, wie oft ich krank bin und wer meist in meiner Nähe ist, dann müsste ich ja annehmen, ich teile mein Bett mit einer Hexe. Barbara, ich schreibe morgen nach Leonberg. Verdammt. Und jetzt habe ich zu tun. Sie gefunden. Wen? Die Perspektive Gottes. Ach. Aus der die ungleichen Geschwindigkeiten der Planeten Sinn ergeben. Schauen Sie. Hier. Wie auch immer die Planetenbahn genau aussehen. Ihr Mittelpunkt. Ist nicht der Dreh- und Angelpunkt ihrer Bewegung. Sondern die Sonne. Weil ihre Kraft die Planeten bewegt. Genau, also ja, aber die Planeten sind faul. Sie verstehen. Also ist es wie ein Seilziehen zwischen den Kräften. Eine Kraft zieht sie zur Sonne hin und eine andere zieht sie wieder weg. Und von außen gesehen bewegt sich jeder Planet näher an der Sonne schneller und weiter weg langsamer. Aber wissen Sie was? Von der Sonne aus betrachtet ergibt diese scheinbare Unregelmäßigkeit die schönste Harmonie. Kepler hatte entdeckt, dass die Planeten, die sich mal schneller, mal langsamer bewegen, von der Sonne aus gesehen immer in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreichen. So hatte er die Regel hinter dem Unregelmäßigen gefunden. Sein erstes universelles Gesetz. Noch heute wird das sogenannte zweite Keplersche Gesetz angewendet, zum Beispiel bei der Berechnung von Umlaufzeiten und Bahnen von Satelliten. Um auf dieses Gesetz zu kommen, musste Kepler zwei bis dahin völlig getrennte Fachbereiche kombinieren. Da war zum einen die Astronomie, die zusammen mit der Astrologie und der Mathematik eher das Universum beschrieben hat, aber nicht versucht hat zu ergründen oder zu verstehen. Und zum anderen war da die Physik, die nur auf der Erde galt und nach dem Warum gefragt hat. Kepler hat gesagt, okay, wir verbinden die beiden. Es könnte doch sein, dass von der Sonne eine Kraft ausgeht, die auf die Erde und die anderen Planeten wirkt. Und wir wissen heute, dass das so ist. Die Kraft, die Kepler sich vorgestellt hat, war etwas anders als die wir heute Gravitation nennen. Aber er ist eben davon ausgegangen, dass die Sonne mithilfe magnetischer Strahlung die Planeten, die näher heran sind, eben anschiebt und dass deswegen diese Planeten sich schneller bewegen als die Planeten, die weiter entfernt von der Sonne sind. Und in diesem Ansatz, diesem Denken, dass es eine Kraft gibt, die zwischen der Erde und der Sonne, dem Planeten, die sozusagen im ganzen Universum gilt, hat er die Initialzündung gelegt für die moderne Astrophysik. Sie sind unglaublich. Darauf wäre ich nie gekommen. Nur die Form der Planetenbahn haben wir damit noch nicht.
Sie können ihm den schönsten Triumph verleihen. Das wollte ich nicht. Ja, Sie haben ja recht. Was ist denn mit dem Ei? Ich hab mich wohl verrannt. Mal wieder. Gut. Dann machen Sie jetzt Pause. Und morgen beginnen wir von vorn. Ja. Junker Tengnagel. Was führt Sie zu mir? Wie ich höre, machen Sie sich unentbehrlich als Diplomat des kaiserlichen Hofes. Vielen Dank, ja. Komme gerade erst zurück von einer Mission in Diensten Ihrer Majestät. Genau darüber wollte ich sprechen. Sehr gut. Seien Sie gewiss, ich werde Ihre Dienste in Zukunft noch weit mehr in Anspruch nehmen. Majestät, ich... Keine falsche Bescheidenheit, Junker Tengnagel. Mit Verlaub, aber ich kann einfach nicht gleichzeitig Astronom und Diplomat sein. Aber... Ein Astronom habe ich doch. Wie man mir berichtet, hat sich Kepler zu einem der wichtigsten Forscher Europas hochgearbeitet. Fabricius Mestlin, sogar Galileo Galilei, mit allen korrespondiert er zum Ruhme meines Hofes. Majestät! Ich bitte um Verzeihung. Aber 4 Jahre sind vergangen, seit Kepler von Brahe die Maßbahn zur Berechnung bekommen hat. Was hat er bis heute geliefert? Nichts. Arbeitet er denn nicht an den Sternentafeln? Ich meine an meinen, den rudolfinischen Tafeln? Nicht eine Minute, soweit ich weiß. Weil Sie ihm den Zugang zu Brahes Forschung vorenthalten? Nein. Also ich meine, er kann. Er kann jederzeit. Nicht wahr, Erik? Wie dem auch sei, ich will, dass er an den Tafeln arbeitet. Sie werden ihn dabei unterstützen und Sie, Junker Tengnagel, unternehmen für mich eine diplomatische Mission höchster Dringlichkeit. Ich schätze Ihr Talent in diesen Dingen außerordentlich. Was immer Kepler zu Papier bringt, ich werde zu verhindern wissen, dass irgendeines seiner Werke öffentlich wird. Und wie? Das werden Sie schon sehen. Barbara! Thank you.
Als Kepler schließlich darauf kommt, dass die Marsbahn elliptisch ist, stimmt seine Theorie plötzlich mit allen Beobachtungen Bras überein. Auch die anderen Planeten, schließt er durch Analogie, bewegen sich so. Das wird sein nächstes Gesetz, heute erstes Keplersches Gesetz genannt. Alle Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen und die Sonne steht in einem Brennpunkt dieser Ellipse, dem Schwerezentrum der Bewegung. Barbara. Johannes, es ist einfach... Wieso gehst du nicht ins Observatorium? Weil ich krank bin. Und weil Eriksen da rumstreunt, um mich zu kontrollieren. Warte mal. Dein Mann hat gerade die Schlacht seines Lebens geschlagen. Ja. So sieht's auch aus. Dein Vater hat den Mars besiegt. Den störrischsten Planeten des ganzen Universums. Ja, dann kannst du ja jetzt auch aufräumen. Ja, das mache ich. Das, meine Herren, wird ein neues Zeitalter der Kosmologie einläuten. Und hier meine überfälligen Wertschulden. Mit Zins und Zinseszins. 6 Jahre ist es her, dass Sie durch diese Tür gekommen sind. 6 Jahre Arbeit. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. So, und jetzt kümmern wir uns bitte um die rudolfinischen Tafeln. Die Geduld des Kaisers wird nicht mehr lange währen. Ja. Ihre neue Astronomie wird nicht gedruckt. Wer sagt das? Ich sag das. Sie verbreiten nicht das Weltbild von Brei, sondern ihr eigenes. Ich habe aus Bras Beobachtung nach bestem Wissen die reellen Planetenbewegungen abgeleitet. Wenn Sie mein Manuskript lesen würden. Reell? Das ist doch Humbug. Gequetschte Kreise und faule Planeten. Alle Welt wird über Sie lachen, Kepler. Da irren Sie sich. Sie werden staunen, wie präzise dieses Modell mit den Daten übereinstimmt. Dieses Buch wird die Sicht auf die gesamte Welt revolutionieren. Halten Sie sich daraus. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie dem kaiserlichen Hofmathematiker verbieten können, ein Buch zu veröffentlichen. Selbstverständlich kann ich das! Das werden wir ja sehen. Keplers großes Drama war, dass zu seinen Lebzeiten niemandem die Bedeutung seiner Erkenntnisse bewusst war. Heute wissen wir, dass seine Werke zu den 10 wichtigsten Wissenschaftspublikationen überhaupt zählen. Kepler hat nicht nur die Theologie von der Astronomie getrennt, er hat auch die ersten modernen Naturgesetze aufgeschrieben. Und er hat die Planeten als frei schwebende Körper beschrieben und damit gezeigt, dass die Gesetze der Physik eben nicht nur auf der Erde gelten, sondern universell anwendbar sind. Newton zum Beispiel sagte, I stand on the shoulders of giants. Das heißt so viel wie, ich stehe auf den Schultern von Riesen. Und damit meinte Newton einfach, dass seine Gravitationstheorie gar nicht erst möglich gewesen wäre, ohne vorherige Forscher wie zum Beispiel Galileo oder auch Kepler. Eure Majestät, es gab ja einige Widerstände. Darf ich Ihnen das erste gedruckte Exemplar der Astronomia Nova überreichen?
Wirklich ein beeindruckendes Werk. Und dass Sie es mir gewidmet haben, hat mich sehr berührt. Haben Sie gehört, dass in Venedig Galileo Galilei 4 neue Wandelsterne entdeckt hat? Ja. Er soll ein Fernrohr auf den Himmel gerichtet haben. Also, zwei Linsen in einer Röhre vergrößern weit entfernte Objekte. Es ist, als wären sie plötzlich zum Greifen nah. Kurfürst Ernst von Köln will uns ein Exemplar aus Italien mitbringen, um es uns zu zeigen. Wenn es Eure Hoheit entbehren könnte für einige Zeit, dann... Kepler, ich mache mir Sorgen. Mein Bruder Matthias will mich entmachten. Er sagt, ich sei zu schwach. Und einen männlichen Nachfolger habe ich auch nicht. Sie und ich, wir sind doch klüger als diese säbelrassenden Verräter, weil Sie die Zukunft in den Sternen lesen können und mit mir Ihre Geheimnisse teilen. Also, für wen stehen die Sterne besser, Matthias oder mich? Es tut mir leid, das kann ich euch nicht sagen. Kepler, können Sie nicht oder wollen Sie nicht? Ich warne Sie. Es gibt genügend Astrologen, die dazu bereit sind. Majestät wird immer jemand finden, der ihm sagt, was er hören mag. Ach, aber Sie sind mein Hofmathematiker. Und ich will, dass Sie mir ein Horoskop erstellen. Es reicht mir nicht, dass Sie schlaue Bücher schreiben! Euer Hoheit, ob Sie oder Ihr Bruder die besseren Strategien oder Soldaten haben, das wird sich hier auf Erden entscheiden. Ich habe Sie, einen Protestanten, an meinem Hofe aufgenommen und habe Sie zum Nachfolger Brahes gemacht. Und Sie wagen es, mir die Stirn zu bieten? Verschwinden Sie! Eure Majestät. Ich erwarte bald eine Antwort. Ich hasse es. Ich hasse es. Es ist gegen jedes Wissen und jede Vernunft. Der Kaiser ist in einem fürchterlichen Zustand. Und durch meine Wahrsagerei hier, er verliert den letzten Funken an Tatkraft. Ihr Horoskop könnte ja auch vernünftig und schlau sein. Wie meinen Sie das? Sehen Sie es mal so. Rudolf ist ernsthaft in Gefahr, gestürzt zu werden. Ja. Warum sagen Sie ihm nicht, in den Sternen steht, er würde sich Verbündete suchen? Sie sind wirklich ein Orakel. Aber es ist nicht schlecht. Das macht wenigstens Sinn. Naja, was Sinn macht, ist ja Ansichtssache. Ja, nicht in der Mathematik. Da müssten Ihre Theorien ja allen Experten einleuchten. Tun Sie aber nicht. Jeder hält Sie für töricht. Verstehe. Sie wollen mir sagen, dass ich verrückt bin? Ha? Der irre Kepler. Er hat die göttliche Harmonie zerstört. Perfekte Kreise. Gleichmäßige Geschwindigkeiten. Ich weiß, was die Leute sagen hier. Aber hinter allen Phänomenen am Himmel stecken klare Verhältnisse, die sich in Zahlen ausdrücken lassen. Und davon bin ich überzeugt. Egal, was die Leute sagen. Es ist so. Und der neue Kosmos hat eben andere Harmonien, die auch schön sind. Und das werde ich beweisen. Dann ist ja gut. Und was ist das mit dem Horoskop? Was soll ich schreiben?
Mir fällt schon was ein. Jeppe. Ja? Ich hasse sie. Ich weiß. Kaiser Rudolf sucht sich tatsächlich Verbündete. Sein Vetter Leopold kommt mit Soldaten nach Prag. Doch statt den Kaiser zu unterstützen, plündern und beschießen sie die Stadt. Es herrscht Chaos. Und noch dazu ist Barbara schwer erkrankt. Atmet nicht mehr. Ein Jahr später stirbt auch Kaiser Rudolf. Was folgt, sind Tod und Zerstörung. Kepler sieht ohne seinen Mäzen, als Witwer und Vater verwaister Kinder, keine Zukunft mehr in Prag. Er bricht auf nach Linz, wo er sich eine bescheidene Stellung als Landschaftsmathematiker sichern konnte. Einfach nicht zu gebrauchen, als Astrologe. Der Kaiser hätte seine Krone ohnehin verloren. Und das Krieg ist auch nicht ihre Schuld. Da stand's noch nicht in den Sternen. Sie wollen mir doch nicht wirklich weismachen, dass Sie jetzt daran glauben. Ich weiß nicht. Vater? Bist du jetzt wieder arm? So, dein Vater ist immer noch kaiserlicher Hofmathematiker. Ohne Salär. Wir werden unser Geld mit Landschaftsvermessen verdienen. Und abends kümmern wir uns um die Berechnung der Weltharmonie. Ja. Weltharmonie. Drei Jahre später wird Keplers Mutter Katharina im heimischen Württemberg der Hexerei bezichtigt. Gegen sie wird ein Verfahren eröffnet. Sie soll als Hexe auf dem Scheiterhaufen brennen. Kepler nimmt Stellung zu den Anschuldigungen. Erst schriftlich. Dann packt er seine Sachen und zieht für ein Jahr von Linz nach Süddeutschland, um seine Mutter persönlich zu verteidigen. Sechs Jahre zieht sich das Verfahren hin. Am Ende liegt Katharina monatelang in Ketten. Ihr wird Folter angedroht. Doch Keplers Verteidigung und ihre Standhaftigkeit bringen schließlich den Freispruch. Und ihr bleibt das Schicksal vieler erspart, die in den Flammen einen grausamen Tod sterben müssen. Es war sehr ungewöhnlich. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen anderen Fall gibt, dass ein Sohn je die schriftliche Verteidigung seiner Mutter übernahm. Und das war Keplers Geniestreich. Er folgte einem Verfahren des römischen Zivilprozesses, was bedeutete, dass er alles schriftlich bekam. Das heißt, er konnte die ganzen Zeugenverhöre als Text bearbeiten. Und dafür hatte seine wissenschaftliche Karriere ihn ideal vorbereitet. Das heißt, er konnte Inkonsistenzen in den Argumenten, in den Fakten aufzeigen und dadurch die Argumentation gegen Katharina Kepler eigentlich durchlöchern. Die Mutter ist frei. Doch inzwischen verwüstet der 30-jährige Krieg halb Europa. Kepler wird zum Nomaden. Immer auf der Suche nach einer neuen Stelle, nach Geld, einem Ort zum Leben. Trotzdem bleibt er überzeugt,
dass Gott eine sinnvolle Welt geschaffen und er selbst einen Teil des Bauplans dafür gefunden hat. Dieser Glaube bringt ihn auch dazu, sein Werk Harmonicae Mundi, die Weltharmonik, zu veröffentlichen. Darin enthalten ist das dritte Keplersche Gesetz. Es definiert den Zusammenhang zwischen der Größe der Planetenbahn und der Zeit für einen Umlauf. So können aus den Umlaufzeiten der Planeten um die Sonne erstmals die wahren Dimensionen unseres Planetensystems hergeleitet werden. Trotz aller Erschwernisse, die Kepler zu erleiden hatte, 30-jähriger Krieg, Hexenprozess und so viel mehr, war er keine tragische Figur. Er war ein Optimist. Er war erfüllt von dem Gedanken, dass die wissenschaftlichen Neuerungen seiner Zeit die Welt weiterbringen. Und so war es auch. Und er war der Auffassung, dass seine Projekte zu Ende gebracht werden sollten. Und das hat er erreicht. Die Rudolfinischen Tafeln erschienen 1627, die Weltharmonik schon sehr viel früher. Er hat seine großen Werke geschrieben. Er hat die Planetengesetze definiert. Er hatte zwei erwachsene Kinder, die sich dann um sein Werk mit gekümmert haben. Er war kein tragischer Mensch, sondern ein Mensch, der auch mit großem Stolz auf seine Errungenschaften zurückblicken konnte. Zu guter Letzt löst Kepler also sogar noch sein altes Versprechen an den Kaiser ein. Nach fast 30 Jahren vollendet er die Rudolfinischen Tafeln. In Regensburg, wo der Reichstag zusammengekommen ist, will er dem neuen Kaiser Ferdinand II. Seine Arbeit übergeben. Noch immer trägt er stolz den Titel kaiserlicher Hofmathematiker. Doch Kepler stirbt, wenige Tage vor seinem 60. Geburtstag, am 15. November 1630 in der Stadt an der Donau. Sein Vermächtnis bleibt. Er sah sich als Priester Gottes, der das Buch der Natur studiert und fand universelle Gesetze, die bis heute in der Astronomie und Raumfahrt unverzichtbar sind. In einer Zeit von Krieg und Verfolgung, Chaos und Aberglaube hat Kepler unser Weltbild revolutioniert und die Türen aufgestoßen in die Epoche der modernen Wissenschaft und in die Weiten des Kosmos.